Friede sei mit euch von dem, der da war, der da ist und der da kommt. Amen. Ich grüße Sie ganz, ganz herzlich heute zu diesem Sonntag, dem 17. März 2024. Es ist der Sonntag Judica. Schaffe mir Recht, Herr. Und allein dieser Name macht für viele deutlich, wie wichtig es ist, dass Recht besteht und dass Recht geschaffen wird. Und ich denke, dass dieser Sonntag mit seinem Namen für Millionen von Menschen spricht, die mit dieser Situation heute in unserer Zeit nicht mehr zurande kommen. Nämlich in einer Zeit, wo nicht mehr Recht gesprochen wird, sondern Recht gebeugt wird. In einer Zeit, wo das Leid unendlich groß ist. In einer Zeit, wo man keine Chance mehr hat, zu seinem Recht zu kommen. Ich lade Sie ein, an einem wundervollen Ort in den Bergen, an diesem Sonntag über dieses Thema nachzudenken. Schaffe mir Recht, Herr, haben wir eine Chance, haben wir eine Möglichkeit, wieder zurechtzukommen in dieser Welt, haben wir die Möglichkeit, dass uns wieder Recht gesprochen wird. Wir wollen diesen Gottesdienst feiern im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele, heißt es im Wochenspruch. Lassen Sie uns gemeinsam still werden und beten. Gütiger Gott und Vater, du hast deinen Sohn leiden und sterben lassen, um uns zu erretten. Lass uns sein Opfer bedenken und alle Zeit in deiner Liebe bleiben, die du in ihm offenbart hast, deinem Sohn Jesus Christus, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ich lese aus dem Psalm für diesen Gottesdienst und da heißt es: Schaffe mir Recht, Gott, und führe meine Sache gegen treuloses Volk. Errette mich vor falschen und bösen Menschen. Du bist der Gott meiner Zuflucht. Warum hast du mich verstoßen? Warum muss ich trauernd umhergehen, bedrängt vom Feind? Sende dein Licht und deine Wahrheit, sie sollen mich leiten, mich bringen zu deinem heiligen Berg und zu deinen Wohnungen. So will ich hineingehen zum Altar Gottes, zum Gott meiner Freude. Jauchzend will ich dich mit der Leier preisen, Gott, mein Gott. Was bist du so gebeugt, meine Seele, und so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihn wieder preisen, ihn meine Hilfe und meinen Gott.
Das Evangelium für diesen Sonntag steht bei Markus im 10. Kapitel, die Verse 35 bis 45. Da gingen zu ihm Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, und sprachen: Meister, wir wollen, dass du für uns tust, um was wir dich bitten werden. Er sprach zu ihnen: Was wollt ihr, dass ich für euch tue? Sie sprachen zu ihm: Gib uns, dass wir sitzen, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken, in deiner Herrlichkeit. Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde? Sie sprachen zu ihm: Ja, das können wir. Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr werdet den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, mit der ich getauft werde. Zu sitzen aber zu meiner Rechten oder zu meiner Linken, das steht mir nicht zu, euch zu geben, sondern das wird denen zuteil, für die es bestimmt ist. Und als das die Zehn hörten, wurden sie unwillig über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus sie zu sich und sprach zu ihnen: Ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder, und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Aber so ist es unter euch nicht, sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Der Predigtext für diesen Sonntag Judika, er steht im ersten Buch Mose im Genesis im 22. Kapitel, die Verse 1 bis 13. Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm: Abraham, und er antwortete: Hier bin ich. Und er sprach: Nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer, auf einem Berge, den ich dir sagen werde. Da stand Abraham früh am Morgen auf und gürtete seinen Esel und nahm mit sich zwei Knechte und seinen Sohn Isaak und spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, von dem ihm Gott gesagt hatte. Am dritten Tag hob Abraham seine Augen auf und sah die Stätte von Ferne und sprach zu seinen Knechten: Bleibt ihr hier mit dem Esel. Ich und der Knabe wollen dorthin gehen, und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand und gingen die beiden miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham: Mein Vater. Abraham antwortete: Hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach: Siehe, hier ist Feuer und Holz, wo ist aber das Schaf zum Brandopfer? Abraham antwortete: Mein Sohn, Gott wird sich ersehen, ein Schaf zum Brandopfer. Und gingen die beiden miteinander. Und als sie an die Stätte kamen, die ihm Gott gesagt hatte, baute Abraham dort einen Altar und legte das Holz darauf
und band seinen Sohn Isaak, legte ihn auf den Altar oben auf das Holz und reckte seine Hand aus und fasste das Messer, dass er seinen Sohn schlachtete. Da rief ihn der Engel des Herrn vom Himmel und sprach: Abraham, Abraham! Er antwortete: Hier bin ich. Er sprach: Lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deinen einzigen Sohn nicht verschont um meinetwillen. Da hob Abraham seine Augen auf und sah einen Witter hinter sich in der Hecke mit seinen Hörnern hängen und ging hin und nahm den Witter und opferte ihn zum Brandopfer an seines Sohnes statt. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Öffne uns Ohren und Herzen, damit wir dein Wort annehmen und bewahren. Amen. Liebe Mitfeiernde, wenn wir diese Geschichte ein wenig sacken lassen haben, dann geht es uns danach auch nicht viel besser, sondern dann stehen den meisten die Haare zu Berge. Denn sind wir doch mal ehrlich, wo sind wir bei dieser Geschichte stehen geblieben? Bei einem unbarmherzigen Gott, der das Letzte von Abraham abverlangt, etwas, was wir uns noch nicht einmal vorstellen wollen und was wir uns gar nicht in unserem Leben wünschen würden. Und dann sehen wir einen Abraham, der zu einer Tat fähig ist, wo wir wirklich unsere Fragen haben und sagen: Was ist Abraham für ein Mensch und was ist das für ein Gott? Und ganz schnell sind wir dabei, uns aus dieser Geschichte zu verabschieden und zu sagen: An diesen Gott kann ich nicht glauben. Und ich halte auch Abraham nicht mehr für den Glaubensvater, der kurz bevorstand, seinen eigenen Sohn zu töten. Ja, diese Geschichte ist aufregend. Und die Gefahr ist, dass man abschaltet. Aber sie hat auch einen anderen Effekt, dass sie so tief hineingeht, dass man sie nicht mehr vergisst. Und dass sie uns aufwühlt. Und genau das ist der Sinn und Zweck dieser Geschichte. Sie möchte nämlich, dass wir nicht bei Gott und bei Abraham allein stehen bleiben, bei diesen vielleicht bösen Gestalten, die uns da vorgestellt werden, sondern sie möchte diese Geschichte, dass wir tiefer sehen. Es ist völlig egal, ob sie sich wirklich so zugetragen hat oder ob sie so aufgeschrieben worden ist, um eine Botschaft zu transportieren, die sensationell ist. Und diese Botschaft, die gilt es aus dieser Geschichte herauszuhören und sich nicht festzumachen an diesen unbarmherzigen Gott, der eine Tötung verlangt, und an Abraham nur in seinem Handeln, dass er wohl seinen Sohn getötet hätte. Wir müssen uns eigentlich viel mehr fragen, und das legt die Geschichte ja auch nahe. Wieso macht sich Abraham auf den Weg? Wieso nimmt er alles mit? Feuer, Holz, auch noch seinen Sohn und dann noch Gehilfen und geht zu diesem Ort?
und muss dann eine Tat wahrscheinlich umsetzen, die er doch als normaler Vater gar nicht übers Herz bringt. Warum also? Warum muss er diesen Weg antreten? Einen solchen Weg sich vorzustellen im eigenen Leben macht schon so viel Mühe und keinem wünsche ich solch einen Weg. Aber leider wissen wir, dass es Wege gibt in unserem Leben, die sind so grausam, so schwer, dass wir sie uns nicht vorstellen mögen und dass wir sie eigentlich nicht gehen wollen. Und das geht damals Abraham ganz bestimmt genauso wie uns Menschen heute in unserer Zeit. Es gibt diese Wege, die sind so dunkel, so unbegehbar, dass man meint, ich kann diesen Weg nicht antreten. Es geht nicht. Und wir sehen es in unserer heutigen Zeit an den vielen Einzelschicksalen, als wir gefordert waren in den letzten Jahren in der Pandemie und auch jetzt in der Zeit, wo man sieht, dass mancher Weg nicht mehr gangbar ist, wo Menschen ihre Arbeit verloren haben, wo Menschen Hab und Gut verloren haben, wo Menschen keinen Sinn mehr in ihrem Leben sehen und wo Menschen, liebe Menschen, verloren haben, die hätten noch längst nicht von dieser Welt gehen müssen, wenn es nicht diese grausame Zeit gäbe. Und dann gibt es Menschen, die durch unsagbare Krankheiten hindurch müssen, entlang müssen, und die dann manchmal sagen, es hat doch keinen Zweck mehr, der Weg ist so dunkel, ich sehe kein Licht am Horizont und all diese Wege, die ich jetzt versucht habe, nur zu umschreiben, sie sind ein blasses Abbild von dem Weg, den Abraham gehen sollte. Und er ist ihn trotzdem gegangen. Und da spüren wir, dass Abraham zu Gott ein ganz besonderes Verhältnis gehabt haben muss. Denn wie kann er auf Geheiß Gottes diesen Weg antreten? Er tritt ihn an, weil er positive Erfahrungen gemacht hat. Er hat gesehen, wie er geführt wurde, wie er eine ganz große Verheißung geschenkt bekommen hat, nämlich dass er zu einem großen Volk gemacht werden soll. Und gerade an diesem Punkt wird ja deutlich, Abraham hätte sagen müssen, ja, das ist ja verrückt, jetzt habe ich einen Sohn. Und jetzt soll ich ihn opfern, wie soll dann die Verheißung in Kraft treten? Er hätte diesen Weg eigentlich gar nicht gehen können oder dürfen, denn in diesem Augenblick wird ihm ja deutlich, die Verheißung ist dann zunichte. Er tritt ihn an, weil er so viel Positives erfahren hat und so viel Segen und so viel Liebe, dass er weiß, diesem Gott kann ich vertrauen, egal was er von mir verlangt und erwartet. Ich kann die Wege gehen, die für mich unbegehbar sind. Ich kann durch Dunkelheiten hindurch, die ich als Mensch niemals schaffen würde, die wir uns nicht einmal vorstellen wollten. Ich kann das schaffen, wenn ich diesem Gott auch weiterhin vertraue. Wir merken, wie groß das Vertrauen gegenüber Gott sein musste, dass er diesen Weg angetreten hat. Und dass er vielleicht im Innersten sogar gesagt hat, das wissen wir nicht, vielleicht kommt es ja gar nicht dazu, Gott wird schon irgendeinen Plan haben, aber ich muss erst mal gehorchen, ich will mich auf den Weg machen. So viel Glauben, so viel Vertrauen, und das umschreibt ja die Geschichte. Wer kann es von sich aus behaupten, dass er Gott so vertraut, so verbunden ist, so nahe ist, dass man sich mit Abraham vergleichen könnte. Ja, es ist nicht von ungefähr, dass Abraham als Glaubensvater uns vor Augen gestellt wird und wir sehen, wie Glaube tatsächlich in der Welt funktioniert. Glaube heißt, ein ganz tiefes Vertrauen gegenüber Gott zu haben. Und sicherlich brauchen wir unsere Erfahrung dazu, so wie Abraham. Bevor wir in dieses tiefe Vertrauen kommen, da braucht es Erfahrungen, die wir sammeln und die das Vertrauen immer mehr stärken, dass wir dann auch solche ganz dunklen, wirklich absolut dunklen Wege gehen können. Und jetzt spüren wir, wie wichtig es ist,
dass wir nicht erst im hohen Alter beginnen, Gott zu vertrauen, sondern dass das ein Prozess ist, in dem man sammeln muss, verschiedene Erfahrungen und sehen muss, ja, Gott hat mich in vielen kleinen, finsteren Tälern und über schwere Situationen hinweggetragen. Ich kann dann auch immer Größeres auf mich nehmen und ich weiß, er hat mich vielleicht 10, 20, vielleicht 100 Mal schon begleitet, gerettet. Ich kann jetzt einen ganz dunklen Weg gehen. Und wohl den Menschen, die in unserer heutigen Zeit leben, die so dunkel, die so verlogen und die so falsch ist, die ihre Erfahrungen gesammelt haben. Sie werden nämlich das Vertrauen gegenüber Gott nicht wegwerfen. Und ich begegne zum Glück immer wieder Menschen heute in der Zeit, die sagen, ja, die Zeit ist unertragbar, aber ich trage sie oder kann sie aushalten, weil ich weiß, Gott steht zu mir. Ich habe die Erfahrung gemacht. Und deshalb spüren wir vielleicht, dass wir nicht einfach sagen können, ja, ihr müsst jetzt alle so vertrauen, wie Abraham das getan hat, sondern jetzt verstehen wir, dass dieses Vertrauen wachsen muss. Und deshalb ist es wichtig, dass wir beginnen, heute und nicht erst morgen, uns an Gott zu wenden und unsere Erfahrungen zu sammeln. Doch diese Geschichte weist noch darüber hinaus, dass wir Vertrauen üben dürfen und sammeln müssen. Sie weist darauf hin, dass er auf einem solchen dunklen Weg, den Abraham gehen musste und gegangen ist, plötzlich dann Helligkeit erscheint. Der düstere Moment, wo er das Messer zuckt, wo es eigentlich nicht mehr dunkler kommen kann, in diesem Moment bricht der Himmel auf und eine Stimme Gottes ruft Abraham. Und diese Geschichte nimmt einen völlig anderen Verlauf. In letzter Sekunde greift Gott ein und lässt Abraham eine ganz andere Welt erkennen. Wenn wir uns nur ein klein wenig vorstellen, wie es Abraham zumute gewesen sein musste, dann können wir nachfühlen, wie alles von ihm abfiel, wie viel Erleichterung, wie viel Hoffnung, wie viel Licht plötzlich in das Leben strahlte. Ja, und darum geht es auch an diesem Sonntag, dass Gott uns sagt, wenn es am dunkelsten wird, dann werde ich einschreiten. Dann werde ich kommen, dann werde ich retten und herausführen. Es gibt, glaube ich, keinen schöneren Text in unserer heutigen Zeit, wo es ja immer wieder ein Stückchen dunkler wird und man sagt, ja, noch dunkler kann es ja nicht werden. Doch sagen viele Menschen, es könnte noch passieren, es könnte selbst der Dritte Weltkrieg hereinbrechen, es könnte noch dunkler werden, sodass wir eigentlich in Angst geraten müssen. Aber wir sehen an dieser Geschichte, wir brauchen es nicht. Wir können, wie Abraham, unseren Weg weitergehen, den von Gott berufenen Weg unter die Füße nehmen, um dann tatsächlich mitzuerleben und zu erfahren dürfen, wie er in einer ausweglosen Situation, und das ist unsere Welt heute, plötzlich den Himmel aufreißt, Licht erstrahlen lässt und diese Welt wieder richtet. Und zwar so, dass Recht gesprochen wird, dass die Menschen nicht zu Unrecht ins Gefängnis müssen, verklagt werden, dass das Recht wieder installiert wird, dass es für uns bewusst wird, wie viele Geschlechter es gibt, wer die Welt geschaffen hat und dass nicht der Mensch der Herr dieser Welt ist, sondern Gott. Es wird passieren, wir wissen es nicht und wir wissen auch nicht, wie lang der Weg ist. Es wird so schön geschildert, dass Abraham dann von ferne das Ziel schon sieht. Vielleicht erahnt der eine oder andere, wie finster es noch werden muss und vielleicht findet der eine oder andere auch eine Hilfe in der Bibel oder in den prophetischen Sehungen unserer Zeit. Aber dennoch heißt es ja, durchzuhalten. Auch den letzten Weg, das letzte Stück Weges noch zu gehen, bis hin zu der großen Finsternis. Schaffe Recht, ein Sonntag, der uns Mut macht, der uns aufrichten kann und der uns letztlich ins Licht weist. Es ist nicht so, dass wir verzweifeln müssen. Es ist nicht so, dass wir aufgeben müssen.
Nicht, wenn wir diesem Gott vertrauen, wie es Abraham getan hat und erfahren hat. Und wir wissen, dass Abraham zu einem ganz großen Volk gemacht wurde, dass die Verheißung nämlich Gültigkeit hatte. Und jetzt sehen wir vielleicht auch noch die Brücke in das Neue Testament, wenn wir diesen Text hier uns vor Augen halten, der nicht verschont hat, seinen Sohn daherzugeben. Da steht Abraham als Beispiel dafür, wie Gott gehandelt hat letztlich in dieser Welt, dass er seinen Sohn in diese Welt gesandt hat und ihn tatsächlich durch den Tod zur Auferstehung geführt hat. Hier kommt das große Licht und diese Abrahamsgeschichte weist schon auf das Neue Testament, was dann geschieht. Gott handelt so groß, so voller Freundlichkeit, so voller Liebe, dass wir Dunkelheiten durchstehen und aushalten können und dass uns dann letztlich der Weg ins Licht führt. Ich wünsche uns mit dieser Geschichte, die so gruselig, aber auch so spannend, aber auch so viel Hoffnung in sich birgt, eine Geschichte, dass wir sie nie wieder vergessen, sondern dass wir an ihr festhalten und sagen, so wie Abraham möchten wir Gott vertrauen. Und deshalb beginnen wir, heute statt morgen, unsere Erfahrung mit Gott zu sammeln. Amen. Lassen Sie uns gemeinsam stille werden und beten. Herr, unser Gott, du kennst unsere Wege, du weißt die Antwort auf unsere Fragen. Du bist uns nah, wenn wir uns fern fühlen, deine Engel sind da inmitten von Hass und Gewalt. Dich beten wir an, dich bitten wir, erhöre uns. Du kennst den Weg derer, die ins Ungewisse aufbrechen, die alles aufgegeben haben, die sich fürchten vor dem, was sie erwartet. Trage du ihre Lasten mit. Zeige ihnen den Weg zum Leben. Dich beten wir an, dich bitten wir, erhöre uns. Du antwortest denen, deren Klagen niemand hören will, deren Stimmen verstummt sind, die auch an dir zweifeln. Sprich ihnen ins Herz, sei du ihre Stimme vor den Mächtigen dieser Welt. Dich beten wir an, dich bitten wir, erhöre uns. Du achtest auf die, die krank sind, die um das Leben eines geliebten Menschen ringen, die vom Tod betroffen sind. Sei gegenwärtig, rette und heile sie. Dich beten wir an, dich bitten wir, erhöre uns. Du hast deinen Engeln befohlen, die deinen zu behüten und Frieden zu bringen. Sende deine Engel aus, damit die Hungernden essen und Frieden auf Erden wird. Dich beten wir an, dich bitten wir, erhöre uns. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Ich wünsche uns einen gesegneten Sonntag. Die Straße des Lebens komme uns entgegen. Der Wind stärke uns den Rücken. Der Regen falle sanft auf unsere Köpfe. Die Sonne scheine warm in unser Gesicht. Die Glut in unserem Herzen verlösche niemals. Bleiben wir geborgen in der tiefen und gnädigen Hand Gottes von nun an bis in Ewigkeit. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Sonntag und eine angenehme Woche. Auf Wiederluege, Ihr Reini hier aus den Zeitgedanken.